Hallo und herzlich willkommen bei Crystal's Delicious. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute backen wir zusammen eine ganz leckere Nuss-Nougat-Tart und verfeinern tun wir das Ganze mit frischem Obst, zum Beispiel mit ein paar Heidelbeerchen und Erdbeeren, passend zur Saison. Dieses Rezept schmeckt wirklich super lecker. Es ist wirklich für alle Nuss-Nougat-Fans genau das Richtige. Und vielleicht auch die Idee, nächste Woche ist ja Muttertag am Sonntag. Und vielleicht auch die Idee für euch, wenn eure Mami auf Nuss-Nougat steht, dieses Rezept nachzubacken. Also ich würde sagen, wir starten auch schon direkt los mit den Zutaten. Für den Mürbeteig benötigen wir einmal 80 Gramm Zucker, eine Prise Salz, ein wenig Vanilleextrakt, ein Eigelb der Größe M, 40 Gramm Mandeln, die mahlen wir selber, oder 40 Gramm gemahlene Mandeln, außerdem noch 200 Gramm Mehl Typ 405, 160 Gramm kalte Butter und der Abrieb von einer Orange. Als allererstes mahlen wir erst einmal die Mandeln fein. Dafür geben wir die Mandeln in den Mixtopf und mahlen das Ganze auf Stufe 10 für ungefähr eine Minute. Und jetzt die Ohren zu halten. Also 30 Sekunden haben auch gereicht. Und jetzt geben wir einfach alle restlichen Zutaten hinzu und verrühren das Ganze zu einem Teig. Beim Mürbeteig ist es ganz, ganz wichtig, dass man da nicht viel knetet, weil der Teig einfach kalt bleiben soll. Und deswegen ist das im Thermomix ganz super. Wenn man das mit den Händen macht, dann gibt man natürlich dem Teig die Körperwärme ab. Und mit diesem Mixer geht das ratzfatz und da spart man sich auch ein wenig Kühlzeit. Dann das Mehl und die Butter. Jetzt geben wir noch den Abrieb der Orange hinzu. Wichtig ist es auch hier, dass die Schale nicht behandelt ist, dass es quasi eine Bio-Orange ist mit unbehandelter Schale. Und ich werde auch nur die Hälfte der Schale hier, also nur die Hälfte der Orange benutzen. Ich habe das nämlich schon mal zubereitet mit einer ganzen Orange und ich fand, da kam ein bisschen zu viel Orangengeschmack im Teig rüber. Deswegen mache ich das nur als halbes. Wenn ihr sowas liebt, dann macht es ruhig ein bisschen mehr, aber ich würde euch empfehlen, das erstmal mit einer halben auszuprobieren. Und das Ganze wird jetzt in etwa für 25 Sekunden auf Stufe 4 zerkleinert, verrührt, wie auch immer. So, und jetzt habe ich hier mir schon mal Rückgeschaltefolie einfach hingelegt. Und dann tun wir den Teig hier aus dem Mixtopf raus und verteilen den hier. Ich drücke den auch so platt, damit er einfach schneller durchkühlen kann. Und dann wird das Ganze einfach hier so schön luftdicht eingepackt. Und dann wandert das Ganze in den Kühlschrank für mindestens eine Stunde. Bei Mürbeteigen ist es so, dass ich es auch gerne einfach am Vortag vorbereite, es dann komplett über Nacht kühle und dann am nächsten Tag einfach weitermachen kann. Also wir sehen uns gleich wieder. So, mein Teig ist jetzt richtig schön durchgekühlt. Jetzt bemehlen wir die Arbeitsfläche. Geben hier nochmal Mehl drüber und dann rollen wir das Ganze schön gleichmäßig aus. Jetzt habe ich hier so eine Tartform mit Hefebogen. Den Rand kann man dann einfach mit den Händen schön andrücken. Das sprühe ich jetzt einfach hier mit Backtrennspray ein. Ansonsten pinselt ihr das Ganze einfach ein. Und ich habe das Backblech schon mal drunter getan. Jetzt keine Sorge. Das wird hier einfach alles schön dran gedrückt. So, wenn ihr dann zufrieden seid hier mit allem, seht ihr, hier bleibt ein kleiner Rest. Da kann man einfach dann nebendran nochmal so entweder einfrieren oder so ein paar Kekse ausstechen.
Und dann wandert jetzt die Tarte oder der Boden eher gesagt erst einmal in den Gefrier für 15 Minuten. Und den Backofen, den heize ich schon mal auf Ober-Unterhitze 90 Grad zu. Und dann wandert der aus dem Gefrier direkt in den Backofen, damit der einfach die Form behält. Für die Nuss-Nougat-Füllung benötigen wir einfach nur 250 Gramm Zartbitterschokolade. Hier habe ich 60% Kakaoanteil, 250 Gramm Nuss-Nougat, 250 Gramm Sahne und das Obst eurer Wahl. Starten tun wir mit der Füllung und die geht ganz einfach. Dafür zerkleinern oder zerhackseln wir eher gesagt erstmal die Schokolade im Mixtopf und das Ganze für 6 Sekunden auf Stufe 8 und am besten oben festhalten. Das geht wirklich ratzfatz mit dem Thermomix. Ich schiebe jetzt gerade mal alles nach unten, die Brösel, und dann fügen wir ganz einfach die restlichen Zutaten hinzu, also das Nougat. Wichtig ist, dass ihr Nougat verwendet, was man auch so gerne, also wenn man Nougat mag, isst man ja auch so. Und wichtig ist bei allen Zutaten natürlich, dass sie schmecken. Aber beim Nougat ist es wirklich besonders wichtig, denn das gibt natürlich den ganzen Geschmack ab. Und wir geben die Sahne hinzu. Und das Ganze wird dann für 6 Minuten bei 50 Grad Stufe 1 erhitzt. So ihr Lieben, die Tarte ist jetzt schon bereits abgekühlt, das ist nämlich wichtig. Ich habe die einfach mal kurz in den Kühlschrank gestellt, um das Ganze zu beschleunigen. Ich weiß gar nicht, ob ich es vorhin erwähnt habe, aber die Tarteform ist eine 30 cm Form, also das heißt, das Rezept ist für 30 cm. Und jetzt geht der Rest eigentlich ganz einfach. Wir schütten jetzt quasi die Nuss-Nougat-Creme. Ich rühre das Ganze immer sicherheitshalber hier nochmal um. Und guck, dass ich hier auch wirklich alles aufgelöst habe. Ja. Hat das auch. Sieht richtig lecker aus. Wir lassen die Tarte bis zur ganzen Abkühlzeit einfach in dieser Tarteform drin. Ne? Und jetzt schütten wir das Ganze hier einfach drauf und verteilen die Creme. So, und dann wandert die jetzt für 2 Stunden in den Kühlschrank. So ihr Lieben, die Kühlzeit ist endlich rum und jetzt zeige ich euch, wie einfach wir die Tarte aus der Tarteform kriegen. Die nimmt man nämlich jetzt einfach so, greift von unten, also quasi die Mitte, und dann drückt man vorsichtig den Rand ab. Und so einfach ist sie schon rausgekommen. Das macht ein bisschen Dreck. Dann setzen wir das Ganze auf unsere Tortenplatte. Und dann gehen wir einfach mit der Winkelpalette oder mit einem ganz flachen Messer drunter und nehmen dieses Scheibchen noch raus. Tada, fertig! Und nichts ist kaputt gegangen. Denn es gibt nämlich viele Tartformen. Ich habe auch eine andere und da kriege ich nie die Tarte raus. Das ist ziemlich, ziemlich ärgerlich. Also würde ich euch empfehlen, auf jeden Fall eine mit einem Hefeboden zu nehmen. Und dann, meine Lieben, geht es eigentlich nur noch ans Verschönern von allem. Und dazu nehmen wir einfach hier das Obst. Ich nehme mir gerade noch mal kurz ein Messerchen. Und dann halbiere ich einfach die Erdbeeren. Ich lasse jetzt mal den grünen Strunk dran. Das sieht nämlich ein bisschen schöner aus, wenn da noch was Grünes dabei ist. Wenn Kinder mitessen, würde ich den, glaube ich, wegmachen, weil bei Kindern ist das immer ganz gefährlich, ne? Dass die dann was mitessen. Ein paar. Und das Schöne an diesem Rezept ist, ihr könnt einfach immer das Obst nehmen, was gerade Saison hat. Da jetzt im Moment Erdbeeren überall zu kaufen sind, nehme ich jetzt hier Erdbeeren und Heidelbeeren. Man kann das aber natürlich auch mit Himbeeren zum Beispiel, also alles was ihr mögt, kann man hier oben dann einfach passend zur Saison auswählen. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, man macht das Obst erst drauf, so kurz vorm Verzehr. Also wenn ihr es jetzt zum Beispiel auch irgendwo hin mitnimmt, dann würde ich einfach das Obst mitnehmen und dann frisch drauf machen. Oder man macht es halt alles schon zu Hause fertig und wenn es länger stehen bleibt, dann würde ich auf jeden Fall so ein bisschen Tortenguss oder Marmelade erwärmen und dann nochmal ein bisschen drüber gießen, denn die Erdbeeren trocknen sonst aus und dann sehen die auch nicht mehr appetitlich aus. Bei so Beeren, wie zum Beispiel den Heidelbeeren, da ist es ja egal, die sind ja quasi zu, ummantelt von ihrer Schicht, da passiert nichts. Aber bei Erdbeeren würde ich dann einfach ein bisschen Marmelade aufkochen und das drüber geben. Oder es gibt sogar Tortenspray zum Sprühen.
Das ist übrigens eine Faszination, das ist echt super. Weil wenn man nämlich nur so ein bisschen Tortenguss braucht, dann will man ja nicht ein ganzes Päckchen, also nicht eine ganze Flüssigkeit anrühren. Und so kann man das einfach drauf sprühen, das ist auch phänomenal. Ich gebe jetzt einfach alles in die Mitte. Ihr könnt aber auch zum Beispiel die Erdbeeren in Scheiben schneiden und dann so wie so einen roten Fächer auskleiden. Aber ich finde, wenn es so ein bisschen wild ist, sieht es noch besser aus. Und dann nehmen wir einfach nochmal ein paar Heidelbeerchen. Wenn man mag, kann man jetzt hier auch noch geraspelte Schokolade drüber geben oder irgendwie sowas. Also ihr Lieben, wir sind fertig. Ich kann das jetzt leider nicht anschneiden, weil wir das mitnehmen auf dem Geburtstag. Aber wir haben diese Geschmacksprobe schon, also dieser Kuchen hat die Geschmacksprobe schon öfters überstanden und bestanden vor allen Dingen. Und ich würde sagen, ihr müsst es auf jeden Fall ausprobieren. Das schmeckt nämlich super schön. Der Boden schön fruchtig, ja, mit der Orangenschale, also perfekt. Und das frische Obst schließt das Ganze nochmal ab, damit es nicht ganz so schwer schmeckt mit der Schokocreme, dieser Nuss-Nougat-Creme. Ich wünsche euch sehr viel Spaß beim Nachmachen, freue mich schon auf eure Kommentare und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!